Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Mod-Let's Play, das sich Bosses nennt. Wir sind hier dabei, alle Bosse aus dem Osborn-Mod zu töten, um das Schwert Big Bertha zu bekommen. Das Schwert sieht übrigens so aus und wurde aus diesen drei Gegenständen gecraftet. Diese Gegenstände werden größtenteils aus Boss-Drops gecraftet. Ihr seht hier unglaublich viele Boss-Drops und das hier ist das einzige, was kein Boss-Drop ist. Es ist eine Waffe, die man sich craften muss. Man kann die Waffe allerdings auch von Bossen gedroppt bekommen, daher, ja. Die anderen Sachen zählen alles, diese drei Gegenstände zählen zwar auch als Waffen, wobei dies eine Schusswaffe ist. Jedoch, kann man diese nur von Monstern gedroppt bekommen. So. Ich wollte erstmal ein paar Fehler, die ich in der letzten Folge gemacht habe, aufklären. Und zwar erstens, ja, das hier ist ein Crafting Table. Richtig, das hier ist ein Crafting Table. Weg damit. Die Werkbank braucht niemand. Gut. Dann gibt es hier diese Erze. Ich habe gar nicht gezeigt, was das überhaupt für Erze sind. Und zwar haben wir hier einmal den Dragon Spawner, einen Ender Dragon Spawner, welcher sehr vorteilhaft sein wird. Bei diesem Spawner weiß ich nicht, was er spawnt. Das hier ist ein Ender Reaper Spawner, welcher mir Ender Perlen und Ender Augen beschaffen kann. Ist aber nichts Sicheres. Es ist einfach eine stärkere Version des Endermans. Und das hier weiß ich, um ehrlich zu sein, auch nicht. Gut, dann wollte ich unbedingt heute mehr von diesen Erzen farmen. Außerdem wollte ich mir ein Item craften. Und ich wollte versuchen, eine Fee zu töten. Da Feen, wenn ich mich in Feen morphe, ich weiterhin volle Leben besitze. Hier haben wir Krake, der ist auch praktisch. Was ist das hier? Das ist eine Gazelle. Okay, ich verzichte darauf. Das hier ist, oh, das sind Enderman, das ist auch perfekt. Wie ich vorhin schon sagte, Enderperlen werden sehr hilfreich sein. Ihr seht, ich habe 8 Level, das liegt einfach daran, dass diese Erze unglaublich viel Erfahrung bringen, wenn man sie abbaut. Dann ich suche nach Blumen und zwar nach roten Blumen. Bei dieser Vogel da, der ist natürlich auch cool. Kann ich auch fliegen, wenn ich den töte. Komm her, du Vogel! Vogel! Komm her! Egal. genau diese Blumen hier brauchen wir. Das hier sind Kristalle, die kann man genauso wie die Steine auch werfen. Sind aber, glaube ich, etwas effektiver als Kristalle. Termiten können wir nicht brauchen. Gut, die normalen Ameisen. Das Nest nehme ich mir mit. Ich könnte jetzt auch einfach das Nest wieder platzieren, in die Dimension dieser Ameisen reißen. Und dort gibt es Bäume, auf denen Erze wachsen. So, was haben wir hier alles? Da haben wir Rainbow und Red Ant. Red Ant nehme ich nicht mit. Die Regenbogenameise nehme ich jedoch mit. Also, es ist ein Spawner, aus dem kriechen die halt raus. Was haben wir hier? Hier haben wir ein schönes Erz. Das ist, ah, okay, gut, das hatten wir schon. Da weiß ich nicht, was es ist. Ich nehme es einfach mal mit. Wie viele Blumen haben wir? Eine. Gut, dann hier sind Pferde. Bekomme ich Speedboost, wenn ich mich in ein Pferd verwandle? So, ich gehe mal in den F5-Modus, dann sieht man das. Oh, du Scheiße! Oh nein, hier ist ein Boss gespawnt, den ich noch nicht besiegen kann. Nein, ich bekomme keinen Speedboost. Allerdings
High-Step und ich kann scheinbar nicht durch enge Lücken. Okay. Stein. Stein. Und Stein. Mache ich mehr Schaden, wenn ich ein Pferd bin? Naja, egal. Das funktioniert auf jeden Fall nicht. So, dann Vogel. Vogel, 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 Vogel. Ich brauche einen Vogel. Kann sein, dass ich auch einen Vogel habe, aber ich brauche auf jeden Fall mal einen. Schafe wegen Wolle ist natürlich auch gut. Oh, Schmetterling. Schmetter, Schmetter, Schmetter. Komm, komm her, Schmetterling. Sei doch nicht so schüchtern. Ich will dich doch bloß umbringen, um mich in dich verwandeln zu können. Ach, was soll's. So, dann... Wie viele Steine hier liegen? Das ist ein giftiger Stein. Den will ich ganz besonders gern haben. Wobei die brennenden Teile natürlich noch besser sind als die giftigen. So, Schafe droppen hier kein Essen, weil das eine ältere Version ist. Wie viele Ameisennester hier einfach sind. Ich könnte jetzt einfach so eine Ameise anklicken und mich in deren Dimension porten. Aber stattdessen töte ich sie einfach, dann kann ich mich nämlich auch in eine Ameise verwandeln. Juhu! Vogel, 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 Vogel. Vogel, komm her. Komm jetzt her! Habe ich schon einen Vogel getötet? Ganz ehrlich zu sein, ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt schon einen Vogel getötet habe. Hier ist auf jeden Fall nochmal so eine Blume. Das ist perfekt. So, jetzt können wir das hier machen. Oh, fail. Hier muss der hin und die Blumen müssen hier hin. So. Gut, jetzt können wir das hier wegschmeißen. Und ja, man kann sich hier tatsächlich aus Blumen ein Schwert craften, das 10 Schaden macht. Damit werde ich mich nicht anlegen, weil das ist ein Wasserdrache. Die sind am Anfang ziemlich stark. Frühestens, wenn ich ein wenig ausgerüstet bin. Und einen Vogel gekillt habe. So, was haben wir hier? Medium Worm. Medium Worm rentiert sich nicht. Wir brauchen den Large Worm, weil nur der Large Worm als Boss zählt. Gut, WTFs, die nehme ich mit. Aber bevor ich die spawn, werde ich meine Kopfhörer ausziehen. Ich weiß nicht, ob das ein Boss ist. Ich nehme immer gleich mehrere, also alle, die ich finden kann, von einem mit. Wisst ihr was? Ich mache jetzt einfach mal so. Zack. Zack, so. Jetzt nennen wir den... Spawn... R... C... So, und dann... tun wir hier mal das ganze Zeug rein. Ach komm, tun wir das auch gleich rein. So. Ich ziehe mir den Rucksack hier. Kann ich das nicht abziehen? Kann man die Rucksäcke nicht anziehen? Okay, ich war mir sicher, dass man die anziehen könnte, aber vielleicht kommt das erst in einem späteren Update. Ich spiele ja nicht die neueste Version von den Mods. Daher kann das durchaus sein. Oder man kann das in den Configs einstellen, dass man die Rucksäcke anziehen kann. Super, hier haben wir Mais. Korn ist ja das englische Wort für Mais. Daraus könnte ich mir jetzt Popcorn im Ofen schmelzen, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Popcorn uneffektiver ist als der ungekochte Korn. Da ich ja diese Mod schon mehrmals gespielt habe.
Und deshalb koche ich den Korn nicht. Dasselbe gilt, glaube ich, für... Ich glaube, die kann ich nicht mal kochen. Die Tomaten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Lauf, 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 lauf. Weg da, weg da, weg da. Bleib weg von mir. Du bist ein Monster. Du nicht. Du bist ein netter Baum. Hallo Baum. Hallo Baum. Ich sehe dich. So bescheuert bin ich jetzt auch wieder nicht, dass ich auf die Entfernung nicht sehen kann, ganz ehrlich. Habe ich schon mal Termiten getötet? Ja, du glitschst mal durch den Baum nach unten, auch gut. Für dich gilt natürlich dasselbe. Scheiße, die kommt, die kommt, die kommt, die kommt, die kommt. Hoch, 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 hoch. Oh Gott, ich höre sie summen, ich höre sie summen. Das ist mein Ende. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Erstmal Holz hier einlagern. Blumen da rausnehmen. Nein. Wo bist du? Du Viech, du. Bleib weg von mir. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ich hör's doch. Jetzt ist es weg. Jetzt kommt's wieder. Wo ist es? Gute Tarnung. Scheiße, da unten! Okay, glitsch doch die Blöcke. Das sind die Viecher, die ich im kompletten Osborn-Mod am allermeisten hasse, weil sie mir immer den Start ruinieren. Beziehungsweise immer den Start ruiniert haben, als ich noch nicht aufgenommen habe. Logischerweise, weil sie haben mich ja noch nicht getötet. Wo bist du? Viech? Ach du Scheiße, es kommt, es kommt, es kommt. Nein, bleib weg. Bleib bloß weg. Weg hier. Oh, ein Glühwürmchen. Komm her. Lass mich dich töten. Juhu, ein Glühwürmchen getötet. Noch ein Glühwürmchen. Ich weiß, dass die Glühwürmchen diese Extrem-Torches fallen lassen. Bleib bloß weg von mir. Laufen. Laufen, laufen, laufen. Wenn die uns bekommt, sind wir tot. Oh, Apfelkühe. Goldäpfelkühe, super, wir haben Goldäpfel. Der Schmetterling ist eigentlich kein gutes Omen, da die häufig in der Nähe von Mothras spawnen und Mothras ja auch Bosse sind. Bosse, okay. Ich bin heute unglaublich intelligent, was die deutsche Sprache angeht. Wisst ihr was? Ich beende jetzt hier die Folge und nächstes Mal gehen wir in die Ameisendimension. Ich glaube, da können wir mehr anstellen als hier momentan. Ich habe ja auch gesagt, dass ich nicht Strip meinen werde. Daher wird die Ameisendimension, glaube ich, erstmal das Beste sein. Ich töte noch schnell diese Kühe und dann ist die Folge auch schon beendet. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt und bis zum Ende dran geblieben seid. Das war's. Ich bin der Kreturi. Hier seht ihr meinen tollen Skin. Und tschüss.